Ein Pneumothorax ist ein Lungenkollaps übersetzt. Das bedeutet, dass einer der beiden Lungenflügel zusammenfallen kann. Das entsteht häufig bei sehr jungen, sehr schlanken, großen Männern. Und da nennen wir es Spontanpneumothorax. Die Ursache dafür ist völlig ungeklärt. Es gibt diverse andere Ursachen für Pneumothoraxis, aber das ist die häufigste Variante. Und die Behandlung eines Lungenkollaps sieht so aus, dass wir eine Drainage, in der Regel eine Drainage einbringen in den Brustkorb, damit der eigentlich vorhandene Unterdruck im Brustkorb wieder aufgebaut werden kann und die Lunge sich wieder entfalten kann.